Hallo, liebe Hungrige. Sorry, aber heute gibt's mal nichts zu essen. Im Gegenzug will ich aber euren Hunger nach Wissen bedienen und euch anschaulich mit einer Information füttern. Und zwar, wie groß ist die Menge eines Lebensmittels, wenn es einen Brennwert von genau 100 Kilokalorien besitzt? Und ihr werdet gleich sehen, es gibt da gigantische Unterschiede. Bei dem einen ist es nur ein Häppchen und von dem anderen kann man fast satt werden. Wir müssen uns also, wenn wir schlank bleiben wollen, von dem Gedanken verabschieden, dass Kalorien nur die kleinen Tierchen sind, die nachts unsere Kleidung enger nähen. Es geht um diese ausgewählten Beispiele und falls ihr euch die Liste downloaden wollt, den Link findet ihr in der Infobox. Als größenmäßige Orientierung habe ich hier auf den Tellerrand ein Geldstück gelegt, 1 Euro. Und nun schauen wir uns mal Beispiel Nummer 1 an. Wenn wir 100 Kilokalorien in Form unserer geliebten Gummibärchen zu uns nehmen wollen, liegt die Grenze bei genau 27 Gramm. Im Gegensatz dazu dürfen wir für die gleiche Energiemenge, also 100 Kilokalorien, einen ganzen Apfel vernaschen. Exakt 185 Gramm. Und wenn wir aus diesem hier das Kerngehäuse herausschneiden, käme von einem weiteren Apfel sogar noch ein Stück dazu. Ochsenauge, das leckere Gebäck kennt ihr ja sicherlich, wiegt 50 Gramm. Doch in unserem konkreten Fall dürfen wir nicht mal die Hälfte, sondern lediglich 24 Gramm davon zu uns nehmen. Bei einer leckeren Honigmelone hingegen ist schon wieder eine ordentliche Portion mit 185 Gramm. Ach ja, unsere geliebte Schokolade. Leider muss ich euch da enttäuschen. Für 100 Kilokalorien stehen uns gerade mal 19 Gramm zu. Hier ist Vollmilchschokolade, doch auch bei dunkler Schokolade ist es nur geringfügig mehr. Beim Schokomüsli sind es dann wenigstens schon 25 Gramm und die Portion ist ja auch etwas voluminöser. Käse, mein geliebter Käse, hier Bergkäse, auch da ist die Portion nicht so üppig, es sind nur 26 Gramm. Möhren hingegen, und hier ist der Unterschied mal so richtig deutlich zu sehen, mit 400 Gramm eine richtig ordentliche Portion. Und wenn wir uns mal Wurst zuwenden, hier eine ganz normale Salami, es sind zwar ein paar Scheibchen, aber letztlich auch hier nur 27 Gramm. Im Gegensatz dazu ist die Portion an Eisbergsalat, die wir vertilgen könnten, um 100 Kilokalorien zu uns zu nehmen, ja geradezu gigantisch. Es ist nämlich ein kompletter Salat mit 760 Gramm. Aufgeschnitten sieht das dann so aus und ich denke mal, allein würden wir das gar nicht schaffen. Doch wie sieht es nun mit Getränken aus? Hier vergleichsweise Cola, ein ganz normales Bier und die alkoholfreie Variante davon. Um 100 Kilokalorien zu uns zu nehmen, dürften wir von der Cola 230 Milliliter trinken. Beim normalen Bier wären es 260 und deutlicher Sieger mit 435 Milliliter das alkoholfreie Bier. Wenn ich solche Vergleiche sehe, finde ich das sehr interessant. Ich hoffe auch für euch war es das. Falls ihr nachrechnen wollt oder das gleiche für ein anderes Lebensmittel, einschließlich Angaben zu Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate erkunden wollt, dazu gibt es viele Online-Rechner. Zu dem von mir verwendeten findet ihr in der Infobox den Link. Falls ihr andere Food-Infos, zum Beispiel zu Mogelpackung, interessanter findet oder ihr euch, weil ihr doch noch ein bisschen abnehmen wollt, ein leckeres Süppchen kochen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.